So, liebe Leute, jetzt geht's weiter mit unserer. Wir verdienen Geld. Haben wir überhaupt neue Rennen? Ja, da oben ist doch Minimum 1. Dann nehmen wir das doch mit. Ja, willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Nur so nebenbei gerade. Wir sind gerade mit dabei, uns ein bisschen zu verdienen. Also, Kohle haben wir ein bisschen verdient. Kohle, Autos ist getuned. Und wir müssten eigentlich noch Leistungsstufe 7 erreichen, aber jetzt hätten wir eigentlich weiter in der Nacht fahren müssen. Aber ich fahre jetzt auch das Tagrennen, weil ich ein bisschen Kohle brauche oder will, haben will. Ich hoffe, dass wir zwei Tagrennen haben. Dann kann man nämlich direkt weitermachen. Nehmen wir mit. Neuer Event verfügbar. Sehr gut. Ja, ich wechsle immer mal wieder durch. Also ich, wie gesagt, ich werde auch mal wieder mal ein bisschen Tag fahren. Ich werde mal wieder ein bisschen nachfahren. Wie ich gerade Lust und Laune habe. Aber wir haben mal in erster Linie natürlich, wie die Rennen verfügbar sind. Ne? Weil hier in der Tag nichts verfügbar ist. Müssen wir jetzt mal in der Nacht haben. Das habe ich jetzt vor ein, zwei Folgen gemacht. Wo ich dann das zweite Rennen als Nachtrennen gefahren bin, um halt Kohle zu... Um überhaupt ein Rennen zu haben für euch. Ich will ja mal zwei Rennen pro Folge nehmen. Da muss ich die Folge ein bisschen was kürzer machen. So, nehmen wir sie mit. Rotkursrun Yoshi Katsu. So, auch hier sind es wieder die gleichen paar Kandidaten. Nagaf, wir haben uns ein neues Auto leisten wollen. Ich muss mal gucken, vielleicht noch mal einen zweiten Wagen zulegen. Brauchen wir natürlich Geld. So, während da vorne mit dem. Ist das ein Civic? Das muss ein Civic sein eigentlich. Ich glaube nicht, dass es ein Accord ist, oder? Also hier sind es dann wieder drei Runden. So, du gehst mal bitte was umfliegen. Ja, ist ein bisschen sehr verwinkelt gerade hier. Wir sind eigentlich durch mit der ersten Runde. Nämlich jetzt. Ein bisschen konzentrieren gerade, weil das arg verwinkelt und alles mit viel Kurven ist. Weil wir es jetzt ein bisschen absetzen können vom Rest des Feldes. Es ist irgendwie gefühlt nur dieser eine, der Icaro, der mit seinem Honda, der mir so ein bisschen auf der an der Pelle klebt, ein bisschen auf die Pelle rückt. Ein bisschen am Arsch klebt. Mal auf gut Deutsch zu sagen.
So, letzten 500 Meter, dann haben wir es auch hier geschafft. Auch dieser Sieg geht ganz souverän an unseren Ford Mustang. Amerikanische Power. Ich sag mal, wir werden größtenteils mit Muscle Cars oder mit amerikanischen Autos fahren. Irgendwie habe ich da gerade so ein bisschen in diesem Durchlauf mehr Bock drauf. So, wir haben noch ein zweites Rennen, glaube ich, irgendwo noch offen gehabt. Habe ich das richtig gesehen? Oder sind wir da jetzt gerade komplett, da unten ist noch eins. Ich habe noch eins gefunden. Lass mal da unten runter. Gut, das war jetzt nicht besonders schwer, das Rennen. Es war halt nur ziemlich verwinkelt. Weil zu dem anderen Rennen können wir jetzt nicht springen. Halt. Tut mir leid. Denke verboten hier. Ja, man kann sagen, Davi muss ein bisschen umstellen, muss sich umstellen. Wenn es jetzt ein bisschen mehr über Autobahn geht. Sekunde. Die Sekunde, ich nehme mal ganz kurz eben noch schnell das Versteck hier oben mit. Weil das kann überlebenswichtig sein am Ende. Genauso wie diese Tankstelle hier. Sekunde, ich nehme. Ah, ich muss eigentlich dieses Tweetarzt auch noch mitnehmen, ne? Komm, fahren wir schnell. Wo ist denn das? Ah, hier hinter. Gut, dass man hier in dem Spiel tatsächlich alles kaputt fahren kann, dann ist es eh unwichtig. Aber wir fahren das eine Rennen jetzt noch und dann haben wir schon wieder Feierabend für heute. Es geht ja, momentan ist es ja mehr Quantität rausbringen an Folgen. Habt so ein bisschen Content haben. Fahre ich da eben hoch. Was ist das Rennen? Ist das ganz da oben irgendwo oder was? Ja, aber es gibt wieder 19.000, ne? Warum fährst du kein Rennen? Woher? Vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Ich gönne mir nur eine Pause. Ach, halt die Klappe! Bist du etwa wegen des Wetters hier? Nein, bist du nicht. Du willst Rennen fahren. Und du bist wirklich mit Lucas verwandt? Das frage ich mich auch. Ich habe Papis Schnelligkeit geerbt. Und Lucas? Die Schraubenschlüssel. Ich wette, er kann echt schnell den Luftfilter wechseln. Ja, das kann er im Schlaf. Was zu ihm passt, weil es nämlich stinklangweilig ist. Ah, lass dich von ihm nicht ausbremsen. Niemals. Gut, gut. Dann ab ins Rennen. Ja, bin dabei. So, nächste Rundkursrennen. So, auch hier sind es wieder natürlich die gleichen fünf Gegner
die wir ja eigentlich bisher im ganzen Let's Play schon haben. So, mit dem Mustang jagen wir mal ganz kurz vorbei. MX-5 dort. Auch hier ist es wieder, wie gesagt, ein Rundkursrennen. Also das heißt drei Runden wieder. So, erste Runde ist durch. Fehlen noch zwei. Wir haben jetzt gleich die Hälfte des Trends überhaupt rum. Und läuft ja die Anzeige mit. So, gute zwei Drittel jetzt rum. Und zwar jetzt, nehmen wir jetzt in die letzte Runde eintauchen oder gehen. Da schon mittlerweile übrigens ein Kilometer. Ja, also das, was da rechts unten rumkust, das ist quasi, ja, Gegner. Ja, überholen jetzt gleich wahrscheinlich den ersten. Diesen Kojo. Und laufen jetzt gerade so ein bisschen auf den nächsten Teil des Feldes auf. Sie können sich gerade so bei der kompletten Überrundung, weil sie jetzt erst in die letzte Runde gehen, während wir schon fertig sind. Und das haben wir dann ohne Probleme gepackt. Der Mustang ist momentan einfach sehr stark. Und hier nehmen wir diese 19.000 gerne mit Kusshand mit. So. Dann nehme ich hier unten noch das kleine Versteck mit und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, da vorne übrigens noch ein Street-Art ist, was ich mitnehmen werde. Wenn wir denn schon mal hier sind. Vorne ist das Versteck. Und die nehmen wir mal gerne mit. Sammeln, sacken die Kohle ein. Und dann sind wir durch.
Hast du dich in der Stadt schon umgesehen? Ja, sie ist echt interessant. Ah, da haben wir ein Pro-Steuergerät. Das nehmen wir doch gerne mal mit. Machen wir nicht. Nimm mal die. Ah, schade, ich krieg's momentan noch nicht hin, dass ich die. So. Ah ja, genau, in die Effekte wollte ich nochmal mit rein. Zu dem Auto passt irgendwie, ist komplett alles grün. So. Gut, damit ist einmal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.